Es gibt Neuigkeiten zu Jurassic World Dominion, beziehungsweise mehr zum DVD-Release zu Jurassic World Dominion, die sich auf den ersten Blick, beziehungsweise auf den ersten Ton oder auf das erste Mal lesen, fantastisch anhören. Sowohl die Fans des Films dürften sich darüber freuen, als auch die Kritiker des Films, denn es geht darum, dass eine Extended-Version von Jurassic World Dominion in den Handel kommen wird. Das wurde jetzt offiziell bestätigt. Warum ihr euch aber vielleicht nicht zu früh freuen solltet, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß damit! Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Jurassic World Dominion ist jetzt schon einige Zeit in den Kinos und spaltet weiterhin Fans und Kritiker und Fans und weiterhin Fans. Irgendwie wird gerade jeder von diesem Film gespalten. Und das macht ihn, ob man ihn mag oder nicht, mit zum interessantesten Film der gesamten Reihe. Zumindest was das Gesamtkonzept angeht und eben die vielen Diskussionen, die um diesen Film herumgeredet werden. Mir persönlich macht das ja wirklich viel Spaß, denn ich mochte den Film nur so semi, also eher weniger als mehr. Viele von euch lieben diesen Film und das finde ich auch super geil. Jetzt haben wir die offizielle Bestätigung bekommen, es wird ein 4K Blu-ray und DVD Release geben, meine ich. Nein, das ist falsch. Es wird einen 4K und einen Blu-ray Release geben von einer Extended Edition von Jurassic World Dominion. Das hört sich erstmal ziemlich interessant an. Für die Leute, die den Film auch so mochten, sowieso. Für uns, hier muss ich jetzt mich mit einbeziehen, die von dem Film enttäuscht waren, weil die Werbekampagne einfach etwas völlig anderes versprochen hat, lässt das aber so ein bisschen die Öhrchen aufflackern. Was könnte das denn bedeuten? Ich habe jetzt mal nachrecherchiert, was das denn heißt, dass wir eine Extended Edition bekommen, und ich habe hier Fakten für euch. Offizielle Fakten, was das denn für Szenen sein werden. Natürlich könnt ihr euch das schon denken, hier wird es zu Spoilern kommen, was Jurassic World Dominion angeht. Die Werbekampagne vom Film war meiner Meinung nach ja wirklich großartig gewesen. Wir haben mit dem Dino-Tracker ein eigenes Google Earth bekommen, in dem wir die Dinosaurier persönlich verfolgen konnten, was sie gerade auf unserer Welt machen, auf unserem Globus machen, was spielt sich wo auf der Welt ab. Das war so ein Meta-Marketing, was ich persönlich einfach unfassbar cool finde. Und auch alles, was wir davor gesehen haben, hat schon wirklich viel Spaß gemacht. Wir erinnern uns an den 5-Minuten-Clip, der später nicht im Film drin war, der uns 65 Millionen Jahre in die Vergangenheit katapultiert und uns quasi zeigt, wie die Saurier früher gelebt haben. Das Ganze ist natürlich nicht korrekt umgesetzt worden, weil da haben auch schon viele gesagt, der Saurier kann mit dem Saurier überhaupt nicht parallel existiert haben. Ey, ganz ehrlich, das ist wirklich Korinthenkackerei auf ganz hohem Niveau. Die Szene war trotzdem verdammt schön gewesen, weil man eben mal gesehen hat, wie die Dinosaurier im Einklang miteinander gelebt haben, ohne Einfluss des Menschen. Hat mir damals schon sehr gut gefallen. Der zweite Marketingstreich war der Kurzfilm Battle at Big Rock gewesen, beziehungsweise eigentlich der erste, weil der kam vor den ersten 5 Minuten raus. Das ist ein 10-minütiger Kurzfilm, bei dem wir eine Familie beim Campen begleiten, und während sie am Campen sind, kommen sie dann in Konflikt mit freilaufenden Dinosauriern. Wir hören sogar bestimmte Radiosprecher oder Radiosendungen, die davor warnen, bitte bleiben Sie zu Hause, Dinosaurier wurden jetzt hier in den Mountains, in den Big Rock Mountains gesichtet, und es fühlt sich alles sehr cool an. Damals wurde sogar gesagt, dass dieser Kurzfilm Battle at Big Rock den Ton des späteren Films angeben wird. Und auch hier muss ich leider wieder sagen, auch das war mehr oder weniger gelogen gewesen. Warum gehe ich jetzt auf diese beiden Kurzfilme ein, die ja als Marketingzweck geschaffen wurden? Weil es genau das ist, was uns die Extended Edition dazu gibt. Am Anfang habe ich kurz überlegt und selber nachrecherchiert. Es wurde bekannt gegeben, dass das Videomaterial für die spätere Extended Edition so um die 14 bis 15 Minuten betragen wird, vielleicht auch ein bisschen länger. Wenn man dann mal genau hinschaut, naja, der 5-Minuten-Clip vom Opening, vom angeblichen Opening des Films, geht 5 Minuten. Battle at Big Rock geht um die 10 Minuten. Zusammen haben wir dann eben 15 Minuten. Das kann man sich irgendwo schon zusammenreimen. Jetzt haben wir auch offiziell die Bestätigung vom Regisseur selbst. Das wird genau das sein, was wir in dem Film bekommen. Das heißt, der Film wird jetzt nicht wie ursprünglich mit dem Mosasaurus-Angriff auf das Schiff starten, sondern der Film wird damit starten, dass wir zuerst die Vorgeschichte sehen von vor 65 Millionen Jahren. Danach wird es einen kleinen Zeitsprung rübergeben, wie wir ihn auch schon in dem Clip mitbekommen haben, wo man eben dann sieht, wie der T-Rex ins Autokino reinmarschiert. Dann wird es hier nochmal einen Cut geben. Wir werden den Kurzfilm Battle at Big Rock bekommen und danach geht der Film los, wie wir ihn kennen. So wird das Ganze zusammengeschnitten werden und ich bin der Meinung, dass das kompletter Schwachsinn ist. Es tut mir leid, ich finde das wirklich einfach eine extrem schlechte Idee. Zumal ich mich auch jetzt ein bisschen mehr mit dem Regisseur selber befasst habe und mit vielen Kritiken, die der Mann abbekommt. Colin Trevorrow ist dafür bekannt, er ist ein Produktherausgeber. Das hört man in sehr vielen US-amerikanischen Kritiken, dass Colin Trevorrow kein Visionär ist, denn er haut Produkte raus, Hauptsache eben, es gibt viel Geld in den Kinokassen.
wenn man sich diese Kritiken mal so durchliest und wenn da wirklich was dran sein sollte, das kann ich jetzt nur anhand dieser Kritiken eben beurteilen, dann finde ich das schon eine ziemliche Frechheit, dass man jetzt hier einfach sagt, ey, Leute haben sich darüber beschwert, dass man ja kaum was von den Dinosauriern gesehen hat, also packen wir einfach diese beiden Varianten, die wir nicht in den fertigen Film gepackt haben, jetzt in die Extended Edition und verkaufen es dann eben als Extended Edition. Bei dem Intro würde ich sagen, das ist noch irgendwo in Ordnung, das wurde nur rausgeschnitten, weil der Film sonst eben zu lang gewesen wäre, obwohl ich finde, dass gerade das Intro ziemlich wichtig ist für den Endkampf zwischen dem T-Rex und dem Giganotosaurus. Aber den gesamten Kurzfilm Battle at Big Rock mit reinzuschneiden, finde ich persönlich einfach verdammt faul. Man muss dazu auch sagen, ich bin ein Riesen-Herr der Ringe-Fan, ich bin von Extended Editionen genau das gewöhnt, dass sie auch wirklich extended werden. Peter Jackson hat bei seinen Herr der Ringe-Filmen Szenen in die Extended Edition mit eingebaut, die eine eigene Geschichte erzählt haben. Das heißt, die Extended-Szenen haben nochmal eine eigene Geschichte erzählt, die sich trotzdem mit der Originalhandlung zusammengetan haben. In allen drei Filmen von der Herr der Ringe greifen diese Extended-Szenen mehr oder weniger ineinander. Sie fallen nicht auf als irgendwie ein Abfallprodukt, was man jetzt noch mit reingeschoben hat, damit der Film einfach länger wird. Das finde ich ist aber hier genau der Fall, oder nicht? Ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn ihr meint, ich rede jetzt kompletten Schwachsinn, schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich bin der Meinung, ey, der Film ist jetzt eben, wie der Film geworden ist. Und jetzt nochmal zu sagen, hier Leute, weil ihr alle gejammert habt, dass da so wenig Dinosaurier drin sind, bekommt ihr halt das Marketing, das wir für den Film gemacht haben, jetzt nochmal in den Film mit reingepresst. Jetzt würde eigentlich nur noch fehlen, dass die gesamten Clips vom Dino-Tracker irgendwie genommen und mitten in dem Film verwurstet werden. Also ich bin da nicht wirklich scharf drauf. Zumal man eben auch diese Clips und diese Szenen einfach auf YouTube sehen kann. Und ich bin einfach jetzt schon zum zweiten Mal davon enttäuscht, was diesen Film angeht. Zum einen Mal war es eben der fertige Film zum Schluss, wo uns ja die Marketingkampagne etwas vorgegaukelt hat, was eben nicht eingetroffen ist. Jetzt fängt man an, hier mit der Schlagzeile zu werben. Es kommt eine Extended-Version raus des Films, die wesentlich länger ist. Und dann erfährt man, naja gut, das sind halt die Sachen, die ihr aber auch schon kennt. Um nochmal auf den Herr der Ringe zurückzukommen, die Extended-Versionen und Szenen, das betrifft auch andere Filme mit Extended-Cuts, die kannte man eben vorher noch nicht. Alles, was wir in dieser Extended-Version sehen werden, alles, was wir dafür extra bezahlen, haben wir schon längst gesehen und können wir uns kostenlos auf YouTube angucken. So viel einfach nur zu diesem kleinen News-Video. Ja, es wird eine Extended-Version des Films kommen. Die wird 15 Minuten länger gehen und wird eben die beiden Clips beinhalten, beziehungsweise den 5-Minuten-Prolog und eben den Kurzfilm Battle at Big Rock enthalten, die wir aber eben schon kennen. Ich finde das sehr lame, das ist aber wie gesagt auch nur meine Meinung jetzt dazu. Jetzt bin ich gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Holt ihr euch die Extended Edition oder sagt ihr genau wie ich? Nee, ganz ehrlich, das Geld kann ich mir auch sparen. In diesem Sinne bin ich auch schon wieder raus mit diesem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.